Genau, also willkommen zum zweiten Teil zum Thema Aristoteles annotieren. Und also so kurz der Titel ist, er zeigt eigentlich genau das, was ich mit Ihnen in den nächsten 20 Minuten vorhabe, nämlich was haben wir eigentlich für Daten und was haben wir mit denen angestellt. Genau, unsere Datengrundlage stammt aus dem Sonderforschungsbereich 980, mit dem wir in diesem Anwendungsfall ganz eng kooperieren. Es geht, wie angekündigt, um Aristoteles-Handschriften und dort um eine ganz spezielle, nämlich die De-Interpretatione. Davon gibt es heutzutage noch so ungefähr 150 Exemplare, geschrieben irgendwann zwischen dem 9. und 16. Jahrhundert. Und entweder das Ganze hat man als Bild von einem Mikrofilm oder, wenn man ein bisschen mehr Glück hat, auch als Scan, als Digitalisat der echten Handschrift. Insbesondere bei den Mikrofilmen, das ist in mal besserer und mal ein bisschen eingeschränkterer Qualität, was aber natürlich die automatische Auswertung dann ein kleines bisschen schwieriger macht. Genau, links sieht man ein Beispiel, was ich jetzt noch ein bisschen größer mache und direkt zu dem Disclaimer nutze, ich habe keine Ahnung, was da steht. Ja, also ich komme wirklich von der informatischen Seite, nicht die geringste Ahnung, für mich ist das ein Bild. Was ich inzwischen gelernt habe, was man mit ein bisschen Übung wohl sieht, das, was jetzt grün eingezeichnet ist, das ist wirklich der Haupttext. Alles drumherum hat irgendwer mal dazu geschrieben. Was man vielleicht auch sehen kann, zum einen, die schreiben nicht nur drumherum, die schreiben auch zwischen die Zeilen. Von daher, da sieht man dann so eine schöne Interlinearglose. Dann schreiben sie rechts an den Rand. Oder eben Kommentare obendran. Auf der linken Seite, nicht wundern, das sieht man auch wirklich im Original so schwach. Da hat mal jemand ein Diagramm hingezeichnet, um einen logischen Schluss ein bisschen deutlicher zu machen. So, und ne, das können auch entweder sind das dann Übernahmen aus anderen Büchern oder das hat mal dann wirklich ein bekannter, ich nenne ihn mal Kommentator dazu geschrieben. Was die Fachwissenschaftler damit jetzt machen wollen, sowas kennen sie bestimmt auch, die würden ganz gerne wissen, in welchem Zusammenhang stehen denn diese einzelnen Exemplare? Gibt es sowas, was vielleicht mal der Ursprungstext war? Ich sage das dann immer so flapsig, wer hat denn da dann von wem abgeschrieben? Das Problem bei den Aristoteles-Texten ist das leider nicht so einfach. Was da nämlich vorgekommen ist, die hatten nicht nur ein Buch vor sich liegen, sondern auch mal zwei und drei, haben das wild gemischt. Oder wenn sie eben der Meinung waren, dass sie jetzt das besser wussten, haben sie auch gerne mal die ursprüngliche Kopie verbessert. Ja, so dass das wirklich ein sehr, sehr wilder Wust geworden ist. Genau, und damit schlagen wir uns rum, was Sie, diese Diagramme, die Sie gesehen haben, das ist eine Möglichkeit, oder die Interlinearglosen, die manchmal vorkommen, manchmal nicht, das sehen wir später nochmal, um diese Verwandtschaftsbeziehung irgendwie aufzudecken. Genau, das sind die Daten, was ich Ihnen jetzt noch reingeschummelt habe, also ich glaube, das kann ich Ihnen nicht verkaufen, dass das Griechisch ist. Es gibt ein zweites Projekt in diesem Sonderforschungsbereich, die beschäftigen sich mit Sprachlehrwerken, so 15. bis 17. Jahrhundert. Was sie vom Prinzip haben sie aber aus unserer Sicht eine ähnliche Aufgabenstellung. Sie haben zusätzliche Informationen, die sie zu so einem Bild hinzufügen möchten. So, dann haben wir angefangen. Na gut, was möchten wir jetzt eigentlich machen? Also, wir haben Informationen, die wir zu diesem Bild hinzufügen möchten. Jetzt sind wir wieder bei den Aristoteles-Handschriften. Eine ganz banale Feststellung ist vielleicht, das ist diese Seite 37 recto. So, wenn ich da zu diesem Bild Informationen hinzufügen möchte, habe ich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen, ich möchte irgendwie Informationen zu diesem gesamten Bild hinzufügen oder zu einem bestimmten Ausschnitt dieses Bildes. So, was möchte ich dazu sagen? Entweder Freitext, ja, so wie es mir gerade einfällt, oder ich habe sowas wie ein Vokabular schon, das heißt, ich möchte einen bestimmten Begriff hinzufügen. Vielleicht möchte ich das mit einem anderen Bild verknüpfen, vielleicht möchte ich da ein Video hin verknüpfen oder eben ganz, ganz allgemein ein Objekt. Worauf wir bauen, ist das sogenannte Web Annotation Data Model, um das zu realisieren. Ja, ist eine Empfehlung gerade aus dem letzten Jahr. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon mal den Namen Open Annotation Data Model gehört. Ja, das ist jetzt der Nachfolger.
Und um es ganz kurz zusammenzufassen, das ist ein Modell und das ist ein Format, was es mir erlaubt, die Annotationen auszutauschen. Ja, und rechts ist so, dass das ganz berühmte Bild, so eine Annotation wird immer aufgefasst als eine Menge von verbundenen Ressourcen, wie man das nennt. Und es gibt immer einen gewissen Zusammenhang zwischen Body und Target. Ja, die sehen wir gleich in einem Beispiel. Wenn man sich das jetzt nämlich anschaut und wieder unser einfaches Beispiel von gerade nimmt, wir haben die Seite, wir wollen sagen, das ist 37 Recto. So, wenn Sie sich das jetzt anschauen, das? Na gut, nehme ich meine Maus. Ja, im oberen Teil sieht man, das ist sozusagen der Annotationsteil. So eine Annotation ist vom Typ Annotation, völlig überraschend. Die hat eine ID, womit ich sie referenzieren kann. Im mittleren Teil, das ist dann der Body, da stehen wirklich die Informationen drin, die ich hinzufügen möchte. Also in diesem Fall 37 Recto und das Target ist dann mein Bild, worauf ich referenzieren möchte. Ja, das hat eine ID, irgendwie muss ich es ja erreichen können und in dem Fall ist es ein JPEG. Ja, ich habe Ihnen das hier nochmal eingeblendet. Man sieht sehr, sehr schön diese drei Teile, aus denen die Annotation besteht. So, was an der Geschichte noch wichtig ist, alles, was vorne steht, genau, ich hab ihn verschwiegen, da rechts sieht man natürlich eine JSON-LD-Repräsentation von so einer Annotation. Ja, so, man könnte das Ganze auch in XML darstellen, funktioniert alles. Ich finde JSON-LD immer sehr schön menschenlesbar. Alles, was auf der linken Seite steht, das sind ganz festgelegte Begriffe, die sind in diesem Modell erklärt und eben oben auch in dem Kontext aufgeführt. Und das erlaubt mir hinterher, dass ich das mit dem Computer automatisch auswerten kann. So, jetzt haben wir uns überlegt, wie modelliere ich das Ganze? Aber jetzt natürlich die Frage, wo bekomme ich die Annotation eigentlich her? Da habe ich Ihnen zwei Quellen mitgebracht. Das erste ist eine Layout-Analyse. Ja, dabei müssen wir unterscheiden zwischen der Physical Layout Analysis und der Logical Layout Analysis. Der obere Teil heißt, ich identifiziere unterschiedliche Bereiche auf meinem Bild und sage, das ist entweder die Seite, auf der linken Seite so bläulich dargestellt, es ist Text, grünlich, oder es ist ein Bild mit den roten Kästen. Und darauf aufbauend könnte man dann die Logical Layout Analysis durchführen, was mir jetzt für Text zum Beispiel sagt, das ist ein Titel, das ist eine Fußnote und so weiter. Ja, und für so einen Aristoteles-Text sähe das beispielsweise so aus. Wir haben auch, die Seite wurde erkannt und dann in dem Fall zwei Textbereiche, wobei zumindest der obere linke recht fraglich ist. Aber erstmal für den Algorithmus, der sieht einfach nur, naja, da ist ein bisschen schwarz auf hellem Hintergrund, das wird wohl Text sein. Und dann nimmt man diese Bereiche her und kann dafür gewisse Merkmale extrahieren. Also entweder vermessen, wie breit ist das jetzt, wie hoch ist das jetzt, was für eine Farbe hat meine Seite überhaupt, kann zählen, wie viel Zeilen sind jetzt in so einem Textbereich, wie viele Bildregionen habe ich überhaupt und all diese Merkmale zueinander in Beziehung setzen. Ja, das, was eben auch recht interessant ist, wie breit ist eigentlich dieser Rand, der auf der Seite gelassen wird. Ja, so hat der ursprüngliche Schreiber schon von vornherein eingeplant, hier wird wohl sehr viel kommentiert werden, dann lasse ich auch mal ganz viel Rand, damit er dafür auch Platz hat. So, wenn man all diese Informationen hat, ist natürlich die Frage, wie kann ich die speichern? Ja, so auf der einen Seite hat man ein Stück Software, das macht die Layout-Analyse und spuckt die Ergebnisse in einem XML-Format, in einem Standardformat namens Page wieder aus. Auf der rechten Seite hat man ein Repositorium, das spricht eben das Web Annotation Data Model sozusagen. Und irgendwie müssen wir jetzt schaffen, dass die beiden auch miteinander sprechen können. Genau, und wenn irgendwem die Form dieser kleinen Adapter aufgefallen ist, das ist ganz doll Absicht. Es hat uns nämlich daran erinnert, wer das schon mal gesehen hat. Ja, wir haben auf der einen Seite irgendwas, was rauskommt und das müssen wir irgendwie schaffen, dass es links wieder reinpasst. Von daher schreibt man ein Stückchen Software, dass das eine in das andere übersetzt und so können wir das Ganze in unserem Repositorium speichern. Genau, das war Variante 1. Variante 2 ist, wir haben den Wissenschaftler, der annotiert und der benutzt
von vornherein eine Oberfläche, die gleich Web Annotation Data Model sprechen kann. Sind relativ viele in Entwicklung, weil natürlich auch die Großen festgestellt haben, wir müssen jetzt mal von Open Annotation auf Web Annotation umschalten. Wird hoffentlich auch in den nächsten Monaten und Jahren deutlich verbreiteter werden. Genau, und ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht, was dann aus so einer Annotation rausfallen könnte, damit das mal ein kleines bisschen realistischer ist als das kleine Beispiel, was man am Anfang immer so sieht. So, genau, was sieht man da? Erstmal wieder oben sozusagen dieser Header. Wir haben eine Annotation vom Typ Annotation, die hat eine ID. Was natürlich auch immer praktisch ist, ist ein bisschen nachverfolgen zu können, wann wurde sie überhaupt angelegt? Wer hat sie überhaupt angelegt? Ja, und das ist so ein bisschen was in Richtung Provenienz geht. Genau, und wenn Sie dann auf der linken Seite weiter unten gucken, stellen Sie fest, in dem Fall gibt es jetzt mehrere Bodies. Das ist gar nicht schlimm, das sind einfach unterschiedliche Informationen, die ich zu der gleichen Region ablegen wollte. So, und in dem Fall ist es nämlich eine Interlinearglosse, die da markiert wurde. Und worauf wir sehr, sehr viel Wert legen, ist, das ist in der 8,5. Zeile von unten, ist dieser Eintrag, der unter Purpose steht. Ja, das erlaubt mir, diese Bodies zu klassifizieren und genau zu sagen, warum habe ich diese Information jetzt hinzugefügt? In dem Fall, ich markiere oder ich klassifiziere diesen Textbereich als Interlinearglosse. Direkt darunter ist, ich habe noch ein Tag hinzugefügt. Das ist nämlich in dem Fall die spezielle Tagstelle, wo ich diese Interlinearglosse gefunden habe. So, und dann geht das auf der rechten Seite weiter. Da haben wir uns in Tadira bedient und haben nämlich gesagt, zum einen, okay, ich kann jetzt diese Interlinearglosse, ich kann sie übersetzen und ich kann sie auch genauso transkribieren. Und damit wären all diese Informationen, wären zum Beispiel Suchen zugänglich. Genau, und ganz unten haben wir noch, wie wir das vorhin auch kannten, wir haben dann einen Link zu dem Bild und darüber wieder in dem Standard, dem SVG-Standard, welchen Bereich meine ich jetzt eigentlich auf dem Bild. So, und das ist genau die Stelle, die machen wir nicht mehr automatisch. Das ist wirklich, da sitzt ein Fachwissenschaftler vor seinem Computer und fügt all diese Informationen ein. Was wir dann wiederum, wenn er das getan hat, machen können, das fällt dann ziemlich fix daraus. Ja, jetzt haben Sie auf der linken Seite, das ist jetzt wieder diese Textstelle 16a1, das heißt, ich habe jetzt alle Informationen rausgeholt, was hat der Fachwissenschaftler zu 16a1 hinzugefügt. Auf der zweiten Achse sehen Sie alle Handschriften, wo es eine Interlinearglosse in dem Fall zu 16a1 gibt. Ja, also Sie müssen sich eben vorstellen, unten drunter ständen jetzt eigentlich noch, ich glaube, so knapp 25 Einträge, wo es gar keine Interlinearglosse in 16a1 gibt. Ja, das heißt, da kann man dann sehr schön unterscheiden, aus welcher Schule kommt diese Handschrift eigentlich. Was Sie dann auf der dritten Achse sehen, ist, welches Wort dieser Textstelle wurde eigentlich annotiert. Ja, das ist sehr markant ist, insbesondere das ganz oben, da wo die ganzen blauen Linien reinlaufen, das wurde bei sehr, sehr vielen gemacht. Das ist auch sehr, sehr markant, um das dann unterscheiden zu können. Bei denen weiter unten, da gibt es dann schon gar nicht mehr so viele. Und also ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass es ein bisschen klein ist, aber so muss ich es Ihnen hoffentlich auch nicht vorlesen. Ich kann es nämlich nicht. Was dann noch interessant ist, ist auf der rechten Seite, was wurde eigentlich, also nicht nur welches Wort wurde annotiert, sondern was wurde darüber geschrieben. Und dann sieht man bei den blauen wieder sehr, sehr schön, also ich glaube, das sind so 80% der Fälle, wurde das Wort unten drüber geschrieben. Es gibt nur ganz wenige, wo das anders ist. Und das ist dann auch wieder die Frage, warum ist das jetzt so? Ja, also wer hat dann mal beschlossen, dass da lieber ein anderes Wort drüber kommt, um das besser zu erklären? Und warum sind sich die anderen dann trotzdem einig? Und gleiches Prinzip, ist jetzt egal, ob Sie sich die blauen oder die lilanen oder die roten angucken, da wurde nicht einfach wahllos irgendwas drüber geschrieben. Ja, also es gibt in keinem Fall irgendwie 20 Varianten, was über einem bestimmten Wort stehen könnte. Genau, und das ist jetzt so die Stelle,
wo man das dann wieder dem Fachwissenschaftler zurückgibt. Und der war sehr, sehr angetan und wollte noch viel, viel mehr sehen und hatte deutlich mehr Motivation, jetzt auch mit dem Annotieren weiterzumachen. Ja, wenn man ihn erstmal einfach so dran setzt, dann sieht man ja nicht direkt, warum mache ich das jetzt eigentlich. Aber wenn dann mit sehr, sehr wenig Aufwand sowas rauskommt, funktioniert das sehr gut. Genau, das ist ein Beispiel, was wir uns sonst so denken. Wie gesagt, dadurch, dass wir das so strukturiert erfassen, haben wir die Chance, da auch zu suchen. Also bei uns ist das auch im Hintergrund, ist es inzwischen ein ADF-Store, da lassen wir Sparkle-Queries drauf los. Funktioniert sehr schön. Das Ganze kann man dann anfangen, quantitativ zu analysieren. Ja, ansonsten war das Arbeitsverhalten wirklich so, dass da einfach zwei Exemplare nebeneinander stehen. Und so kann man jetzt Aussagen über den gesamten Bestand dann treffen. Genau, multidimensionale Visualisierung haben wir gerade schon gesehen. Grundsätzlich werden eben auch so zeitlich-räumliche Visualisierungen möglich. Bei einigen Handschriften ist bekannt, wo kommen sie her, wann wurden sie wo geschrieben. Und wenn man dann Ähnlichkeiten feststellt, kann man zumindest eine begründete Vermutung haben, warum eine Handschrift unbekannter Herkunft vermutlich dann aus Neapel, Konstantinopel, wo auch immer herkommen sollte. Gut, und damit bin ich fast schon am Ende. Also wir haben festgestellt, das Web Annotation Data Model, das passt zu unseren Fragestellungen im Sonderforschungsbereich sehr, sehr gut. Wir haben inzwischen ungefähr 15.000 Annotationen aus dieser Layout-Analyse rausgeholt, sind bei 464 fachwissenschaftlichen Annotationen und wie gesagt, da bin ich sehr, sehr stolz auf die Kollegen in Berlin, weil das wirklich Aufwand ist, die zu erstellen. Also alle Informationen, die er so hat, zusätzlich da abzuspeichern, dass wir sie gemeinsam auswerten können, macht er klasse. Genau, ansonsten, das passt wunderbar mit unserem Repositorium zusammen. Wir haben inzwischen eine Entwicklung, dass wir eben die Daten, die Annotationsdaten, hinten in einem Triple Store, in einem ADF Store speichern können, um sie auswertbar zu machen. Und bei aller Generik dieses Ansatzes, das widerspricht dem nicht, dass dann die einzelnen Projekte angepasste Oberflächen bekommen, um ihnen das Annotieren so leicht wie möglich zu machen. Genau, und dadurch, dass wir das jetzt haben, inzwischen, das ist unser großes und hehres Ziel, durch die Kombination dann von Metadaten zu den einzelnen Objekten und den automatischen und den fachwissenschaftlichen Annotationen, dass wir es schaffen, diese Überlieferungsgeschichte aufzudecken. Besten Dank.